Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Die Königsbrücker Landstraße, wir haben es jetzt schon zweimal gehört, sie wird sehr schön. Ja, sie wird sehr schön und sie wird angenommen. Sie wird schön, technisch gesehen, es wird kein Vorgarten geschliffen, es gibt weiterhin ausreichend oder auch sehr breite Gehwege. Es gibt eine gute, eine schon nahezu perfekte Lösung für die Straßenbahn. Auch die Autos haben was davon. Sie können aus allen Einfahrten links rausfahren. Sie können auf der Straße wenden und so weiter. Also sie sind integriert. Und natürlich das Rad, wir haben es gehört, auch das Fahrrad ist sehr zufrieden. Die Königsbrücker Landstraße in Klotzsche ist auch deswegen sehr schön geworden, weil der Prozess sehr schön gewesen ist. Frau Kaspari hat alles schon mehr oder weniger dazu gesagt. Letztendlich ist die Königsbrücker Landstraße aber so schön geworden, weil man die Wahrheit erkannt und die richtigen Planungsvoraussetzungen, die richtigen Planungsziele, die richtigen Planungsprämissen gehabt hat. Man hat A, man steht in der Vorlage, das kann man auch da lesen, dass die Königsbrücker Landstraße hat viele historische Einzeldenkmale und deswegen muss man behutsam mit dem Straßenzug umgehen. Es ist im Zentrumkonzept der Stadt Dresden als Ortsteilzentrum ausgewiesen und das städtebauliche Ziel in Ortsteilzentren ist der Erhalt und die Stärkung der Funktion als wohnortnahes Zentrum. Und das dritte ist der Erhalt und die Ergänzung von Großgrün, also großen Bäumen. So, das waren drei Ziele. Dann kamen die Menschen dazu, die haben auch diskutiert, die Ziele haben sich übereingestimmt und nach einem Diskussionsprozess, der verglichen mit anderen Planungen relativ kurz war, ist ein harmonisches Ergebnis herausgekommen. Und ich möchte hervorheben, die Königsbrücker Landstraße, hier ist es gelungen, wir haben es gehört von Herrn Engel, die Straßenbahn, die Autos und die Fahrräder auf 10 Meter Straßenquerschnitt unterzubringen. Und es steht in der Vorlage, auf der Königsbrücker Landstraße fahren 13.000 bis 17.000 Autos pro Tag. So, das ist sehr schön, das beschließen wir heute. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass einige Kilometer weiter die gleiche Situation vorherrscht, nämlich auf der Königsbrücker Straße. Und auf der Königsbrücker Straße streiten wir uns seit über 20 Jahren. Warum? Weil wir eben nicht die Prämissen haben, wir wollen die Einzeldenkmäler schützen, das Geburtshaus von Erich Kästner. Weil wir nicht die Prämisse haben, wir möchten das Ortsteilzentrum stärken, sondern wir haben die Prämisse, wir wollen dort so möglichst wie schnell wie möglich durchfahren. Und es ist auf gar keinen Fall der Erhalt des Großgrüns irgendeine Planungsprämisse bei der Königsbrücker Straße in der Neustadt, zwischen Neustadt und Hechtviertel, sondern es werden alle 121 zum Teil sehr, sehr große und schöne Bäume werden gefällt. So, und dann fragt man sich, warum dauert es so lange? Es dauert so lange, weil das einfach mal nicht geht. Und zum Schluss, lassen Sie mich sagen, das ist vielleicht etwas fürs Herz. Vielleicht hat ja diese Erfolgsgeschichte von der Königsbrücker Landstraße auch damit zu tun, dass die Protagonisten, die sonst immer rufen, dort ihren Wahlkreis haben, Herr Fischer, Herr Zastrow. Ja? Also da hat man jetzt nichts gehört. Und schauen Sie in die Vorlage, schauen Sie in den Themenstadtplan, Verkehrsmengen. Auf der Königsbrücker Landstraße fahren nicht weniger Autos. Es fahren gleich viel oder mehr Autos als auf der Königsbrücker Straße. Es gibt keinen Grund, diese Erfolgsgeschichte der Königsbrücker Landstraße nicht jetzt auch bald auf die Königsbrücker zu übertragen, die Bäume zu erhalten und die ganze Sache zu befrieden. Vielen Dank.